Heute ist dann letzten Endes Tag 21. Das heißt, ich habe hier vor genau 3 Wochen die Oxalsäurebehandlung im brutfreien Zustand bei diesem HomeHive 4 gemacht. Und ich habe euch ja bisher 3 Videos gegeben. Einmal die richtige Behandlung vor 21 Tagen. Dann den Milbenfall 3 Tage später. Den Milbenfall 16 Tage später. Und heute, wie gesagt, die Restmilben, die von der Oxalsäurebehandlung runtergefallen sind. Die Wirkung hält ja bis zu 3 Wochen an. Und deswegen mache ich heute euch nochmal ein Video, was jetzt insgesamt an Milben runtergeflogen kam. Wie immer habe ich die schon wegen der Zeitgeschichte schon vorher durchgezählt. Es ist deutlich besser geworden, kann man sagen. So sieht es aktuell aus. Milben sind natürlich immer noch mal runtergekommen. Und das, was ich ausgezählt habe, waren jetzt noch mal 126 Milben hier auf der Platte. Das heißt, von Tag 16 nach der Behandlung bis Tag 21 sind hier nochmals 126 Milben rausgefallen. Wenn ich jetzt die komplette 21-Tages-Zeit nehme vom Gesamtmilbenfall, dann sind hier bei diesem Bienenvolk 1402 Varroamilben durch die Behandlung rausgefallen. Heieiei, hätte ich die nicht behandelt, dann hätte ich hier im Frühling echt einen Komplettschaden gehabt. Was wir natürlich jetzt auch wieder machen, ist, wir möchten die Leichen hier aus dem Bienenvolk entfernen. Dafür kann man ja wunderbar hier mein System benutzen. Die Schiene einfach rausziehen, sauber machen. Jetzt haben wir alle Totbienen auf der Platte unten. Das kommt natürlich wieder rein. Dann ziehen wir uns da die Platte raus und gucken, was da jetzt nochmal rausgefallen kam. Naja, also das war natürlich ein Witz. So viele Bienen waren das gar nicht, wo dann einen Abgang gemacht haben. Die Platte machen wir natürlich wieder sauber. Kann man die jetzt auch wieder umgekehrt mal reintun, weil ab jetzt haben wir wieder den natürlichen milden Totenfall. Und der darf hier jetzt auf gar keinen Fall bei einer Milbe pro Tag liegen. Wenn hier alles gut gelaufen ist, dann habe ich vielleicht nur noch eine Milbe in einer Woche. Und zum Abschluss möchte ich euch einfach nur noch mal kurz hier das Bienenvolk von der Hinterklappe zeigen, wie die aktuell auch drin sitzen. Im Stoppmeißel brechen wir kurz auf. Wow. Also das ist nach wie vor einfach ein geniales Bienenvolk. Eine Durchsicht macht hier keinen Sinn mehr. Wir machen gleich wieder zu. Ja, liebe Bienen, wollt ihr rein noch? Komm, geht rein. Ab in euer Haus. Draußen ist es zu kalt. So, dann schließen wir die Klappe wieder vorsichtig. Ja, das war's. Dieses Bienenvolk steht hier sicher dran. Futter haben sie auch mehr als genug. Und laut den Parametern der regenerativen Bienenhaltung werde ich dieses Bienenvolk dann in den nächsten 6 bis 8 Wochen wieder öffnen. Das bei mir vor der Tür steht, werde ich die jetzt in 6 Wochen einfach wieder mal kurz die Klappe öffnen, gucken, ob sie okay sind, unten das Gitter ziehen, damit die Leichen alle rausplumpsen. Und ja, diese 6 bis 8 Wochen-Rhythmen, die gehen dann durch bis zum Frühling, wo die Bienen dann wieder loslegen. Und wie es da weitergeht, das könnt ihr hier in genau dieser HomeHive-Tutorial-Playlist nur für dieses Bienenvolk stets weiter angucken. Abonnieren nicht vergessen, darüber würde ich mich sehr freuen. Wiedersehen, ciao!